So, jetzt wo wir abgespeichert haben, schauen wir uns hier unten erstmal in Ruhe um. Also, wir sind wahrscheinlich in einer riesigen Art Höhle mit einem See und jeder Menge Ruinen. Und irgendwo war hier das größere Gebäude, wo Sarah sich wahrscheinlich eingebunkert hat. Also, das würde ich zumindest tun. Solange das Gebäude auch einen Hintereingang hat. So, Fallen werden hier wahrscheinlich nicht sein, weil der Weg viel zu breit ist. Das abzudecken würde zu lange dauern. Wie schaut's aus mit Haste? Haben wir noch eine? Keine Heilung, also rasten wir kurz. Ja, heil erstmal ihn hier. Fühle mich irgendwie beobachtet hier. Umgeben von den ganzen Ruinen. So, jetzt aber schön vorsichtig vorgehen. Und nach jeden Handlanger Saravox umbringen, die wir finden. Da sind doch ein paar. Ein seltsamer Ort, um auf Mitglieder der sonnenbeschienenen Reiche zu treffen. Ich würde gern wissen, warum ihr hier seid. Darf ich mit Recht annehmen, dass ihr mit dem Mann Saravox Anchef etwas gemein habt? Ja, wir geben offen zu, dass wir nicht mit ihm was zu tun haben. Wir haben nichts mit Saravox zu schaffen. Er ist ein böser Mann, der nur den Tod verdient. Ihr hasst ihn wirklich so sehr? Er scheint sich nicht gerade gut darauf zu verstehen, Freunde zu gewinnen. Ich bin Rayen und arbeite für den Eisenthron. Meine Begleiter und ich sind aus Zembia angereist, um herauszufinden, was mit unseren Aktivitäten im Baldurs Tor los ist. Saravox scheint ja ganz schön viel zu tun gehabt zu haben. Mit der Ermordung von Rielta und allem anderen, die es gewagt haben, sich ihm in den Weg zu stellen. Was er euch angetan hat, weiß niemand. Wartet, ich erkenne euch jetzt. Ihr seid Gerugon. Ah, ihr seid also hergekommen, um euren Kreuzzug gegen den Eisenthron zu beenden. Eigentlich nur gegen Saravox, weil der Eisenthron war ja nur sein Werkzeug. Nun, es sollte nicht schwierig sein, euch noch vor Saravox aus dem Weg zu räumen. Meine Vorgesetzten werden sich über die Nachricht von eurem Dahinscheiden freuen. Ah, wir könnten doch einfach zusammen erstmal Saravox umbringen und dann den Rest ausdiskutieren. Aber so wie sie mit den Händen fuchtelt, sieht sie nicht aus, als wenn sie diskutieren möchte. Na gut, Pause. Was haben wir? Wir haben einen Magier, einen Oger, einen Bogenschützen und einen nackten Mann mit Kurzschwert, der Hasso heißt. Okay, ihr stürmt einfach rein. Obwohl, nee, ihr bleibt schön hier. Du, Bum-Bum-Pfeile auf den Bogenschützen. Du, Feuerball auf den Bogenschützen. Und du, Flammenstrahl auf den Bogenschützen. Dann dürfte er auf jeden Fall schon mal tot sein. Mit Glück die Magierin auch, weil die halten ja nicht so viel aus. Und ein nackter Kerl dürfte auch recht schnell verbrennen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. KI ist aus, gut. Das war Nummer 1. Nummer 2 und der ist schon zu nah dran. Also Rufter. Du wechselst nicht die Pfeile, weil er lebt noch. Schieß weiter auf ihn. Du Flammenstrahl auf den, der noch so nah rankommt. Und du schmeißt mal eine Todeswolke. Du schmeißt mal eine Todeswolke. Immun schießt weiter auf den da hinten. Gut. Oh, 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 oh. Das war ja nicht Immun, oder? Der schießt jetzt nicht auch mit Feuerballpfeilen, oder? Ah, und wir stehen alle schön auf dem Haufen. Na gut, du... Nee, du läufst weg. Du hältst noch ein, zwei davon aus. Du machst ein bisschen Abstand. Oh, oh. Okay, vielleicht halten wir auch nicht ein paar davon aus. Heiltrank. 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 Du schießt weiter auf ihn, er muss schnell sterben. Ah, du machst einen Feuerball dahin, das dürfte ihn noch erreichen. Und du kommst dadurch nicht zu nah ran, um selber einen abzubekommen. Und du... Flammenstrahl. Ah, ich dachte schon, das wäre der nächste Feuerball. Aber gut, er scheint keine mehr davon zu haben. Trotzdem ist Gerugon ganz schön weit runter. Nimm mal ein bisschen Abstand. Oh, der Feuerball hat ihn erwischt. Na gut, du sollst dich jetzt selber heilen.
Du machst einen Flammenstrahl auf ihn. Du gehst auf ihn. Du wechselst die Pfeile, bitte. Obwohl. Der steht immer noch. Was ist das denn für ein abgefahrener Typ? Wie heißt du? Du heißt gar nichts, weil du mir den Namen nicht geben willst. Carston. Rettungsruf gegen Zauberstäbe. Aber er kriegt Schaden. Nicht viel. Okay, bisher sehe ich fast gar keinen Schaden auf ihm. Rettungsruf gegen Zauberstäbe. Ist immer, wenn es gelingt, dann steht das da. Haha. Damit ist wahrscheinlich ihr Feuerball gemeint. Das heißt, Immuns Feuerball kratzt ihn gar nicht. Na gut, Säurepfeile. Du. Jetzt, wo wir keine Feuerbälle mehr schmeißen, können wir ein bisschen Ablenkung schaffen. Obwohl, den Stab haben wir nur noch einmal. Wir wissen nicht, wie viel Ladung er hat. Wahrscheinlich brauchen wir ihn eher bei Saravok. Magische Geschosse. Du hattest schon einen Auftrag. Ihr beiden greift den an. Ja, Gerogon sollte nicht sterben. Das wäre nicht so toll. So, jetzt alle auf ihn. Oh, die Magierin lebt noch. Immer und wechsel mal Pfeile auf Zauberbruch und schieß auf sie. Ihr stürmt los. Du wartest, bis der Zauberbruchpfeil durch ist. Schieß immerhin. Na also, Pfeil wechseln. Und weiterschießen. KI kann wieder an. Gut. Das war übel. Das war genauso schlimm wie in dem Feuerraum bei Dulags Turm. Da hat sie auch mit Feuerbällen um sich geschmissen, diese Anführerin. Hochheilen. Hochheilen. Und immer gucken, ob die irgendwas dabei haben, was wir jetzt wirklich gebrauchen können für einen. Oh. Für einen Kampf, wollte ich gerade sagen. Aber so magische Sachen, die will man dann doch nicht liegen lassen, ne? So ein paar Pfeile. Davon haben wir aber eigentlich genug. Was haben wir hier? Eine Robe. Du heil mal schön weiter im Hintergrund. Und eine Lederrüstung. Na gut, das ist bestimmt gut was wert, aber wirklich was brauchen davon tun wir nicht. Was war das da hinten? Schmuck. Und Unsichtbarkeitsrollen. Nee, nicht wirklich. So, alle schön zusammenbleiben. Heilzauber sind schon weg. Ah. Ja, das könnte jetzt ein paar Momente dauern. Aber wir wollen nichts übereilen. Irgendwo muss hier noch der Tempel sein. Das scheint so eine Art Hauptstraße zu sein. Folgen wir einfach der erstmal. Und rasten wir mal wieder. Auch wenn es ein wenig peinlich ist. Ja, wir verfolgen unseren Bruder, um ihn aufzuhalten, noch mehr Schandtaten zu begehen und rasten alle 5 Minuten für 8 Stunden. So, du heil dich auch. Wer genau könnte eigentlich noch bei Saravok sein? Also seine engsten Anhänger werden da sein, die nicht tot sind. Wer ist denn entkommen von seinen Anhängern? Tatsok, den haben wir nie getroffen. Der im ersten Diebeslager. Und sonst, Davion haben wir umgebracht. Sein Vater hat er selbst umbringen lassen durch uns. Malahei haben wir auch umgebracht. Das war der in der Mine von Nashkel. Seine eine Geliebte haben wir umgebracht, die war oben im Eisenthron. Die andere, Tamoko, hat uns gebeten, dass wir mit ihm reden. Also will sie ihm nicht helfen. Also sonst niemand, den wir kennen. Was nicht heißt, dass sie nicht trotzdem mächtig sind und höherstufig. Oh, ein Level-Up. Das kommt doch ganz gelegen, so kurz vorm Ende. Ja, 150.000 Erfahrungspunkte würden wir jetzt nicht so schnell nochmal bekommen.
Und Minz kann wirklich jeden Lebenspunkt gebrauchen als Krieger. Die 83 sind echt lächerlich. Oh, gibt's Konstitutionstränke? Fällt mir gerade so auf. Nee, hier noch nicht, ne? Schade, schade. Das wäre genau das Richtige für den Endkampf jetzt. So, nochmal schlafen. Und nochmal heilen. Oh, jetzt wo Kale das sagt, dass Gorion stolz auf uns wäre, haben wir jetzt endlich unseren Ruf wieder auf 20. Nein. Wir haben zwei Herzöge gerettet. Wir haben ein Herzog gerettet. Im Thronsaal. Dafür gibt es keinen Ruf. Na gut. Aber wenn wir Sarabok erledigen, dann dürften wir wieder heldenhaft sein. Und nochmal auf ihn. Du hast die richtigen Pfeile, gut. Noch eine Heilung auf ihn. So, nochmal schlafen. Das waren jetzt schon dreimal, also 24 Stunden. Na gut, da ist eine Abzweigung, aber hier ist irgendwie nichts. Sieht wie ein Tempel aus. Oh, was bist du? Bist du der Magieresistente? Okay, das sind glaube ich echt die Starken. Heil dich selbst. Du geh mal vor. Du auch, du auch. Sieht ganz aus, als wenn wir gleich nochmal rasten müssten. So, magische Geschosse auf den, damit er schnell stirbt. Flammenstrahl auf den. Ja, Magiewiderstand. Gut, Haste. Und eine große Heilung auf Kirogan. Ja, schön Kirogan in Ruhe lassen. Nein, du solltest heilen. Ihn. Aber das ist nicht der Tempel, den wir gesehen haben. Der in der Entfernung so leicht rötlich war. Oh, Minsk. Übernimm dich nicht. Nee, du. Weg, 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 weg. Nein! Ach du... Ich wollte ihn heilen. Haben wir wenigstens abgespeichert, nachdem wir die Gruppe umgebracht haben. Nee, ne? Super. Nee, das war davor. Ja, also nochmal das Ganze. Das passiert, wenn man zu unvorsichtig wird. Du hattest keine... Nee. Also, rasten. Dann haste. Du machst schon mal Furchtbann. Du machst Spiegelbilder. Und ein bisschen können wir vorlaufen. Die kommen ja erst... Ab wo kamen die hier so, ne? Ja. Dann bleiben die Magier mal hinten. Auch. Gerogon läuft nur kurz vor. Du wechselst schon mal auf Explosionspfeile und schießt, sobald du was siehst. Ja, wir wollen Sarabok töten. Wir auch, aber erst euch. Weg. So, Feuerball. Dahin. Ihr dahin, du dahin. Das war knapp. So, gleich noch einen. Dahin. Emon schießt auf den hinteren. KI hätte ich ausmachen sollen. So, das ist ein normaler Feuerpfeil, das ist okay. Wo bist du? Du bist nicht er. Du bist Carsten. Genau, du musst sterben. Feuerball dahin. Du schießt weiter. Ne, du schießt jetzt auf den. Du machst einen Flammenstrahl auf ihn. Nein, du solltest nicht weglaufen. Flammenstrahl auf ihn. Und die Krieger greifen den Ogre an, damit er nicht zu nah rankommt. Obwohl, nein, die Krieger gehen in den Nahkampf mit dem Carsten, dann schießt er keine Feuerball. Au, 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 au.
Das ging schnell. Das geht viel zu schnell. Lauf, lauf. Der hat echt mit den Feuerballpfeilen in Nahkampf geschossen. Hartgesottener Kerl, muss ich schon sagen. So, magische Geschosse auf dich. Die leben auch noch alle. Du schieß mal auf den da. Oder die da. Und genau, du nimmst schön Abstand. Jetzt wechselst du die Pfeile und schießt auf die da. Du ran, du magische Geschosse, um die Spiegelbilder wegzubekommen. Und dann sieht das doch Ganze schon gleich viel besser aus. Na, nochmal schnell magische Geschosse, bevor da irgendwas Garstiges durchkommt. So. Okay, wir haben alle überlebt, auch wenn das sehr, sehr knapp war. Du kriegst noch schnell dein Level ab. Einverstanden. Und ich heile mal ganz kurz im Zeitraffer hoch. So, frisch hochgeheilt und ausgeruht. Abspeichern. Überspeichern wir das Ende, Ausrufezeichen. Und gehen diesmal nicht zu der einen Gruft, wo wir uns das selbst umgebracht haben. Das ist so peinlich. Vor allem Jahira, ich bin die Heilerin. Hier, komm her. Zack, tot. Und durch einen Flammenstrahl. Oh, das sieht besonders aus. Tamoko? Ja, das ist sie. Hallo Gerogon. Ich fürchte, dieses Mal bin ich nicht zum Reden hier und muss die Waffe gegen euch erheben. Bitte was? Ihr habt wohl getan, was ihr tun müsstet. Saravok weiß von meinem Verrat, müsst ihr wissen. Er hat mir abgeschworen, mich dem sicheren Tod und euch in den Weg geworfen. Ich muss darum kämpfen, sein Vertrauen und seine Aufmerksamkeit wieder zu erlangen. Gott, Frauen, echt... Kriegt ein Rückgrat. So stehe ich nun vor euch, wohl wissend, dass er seine Pläne weiterverfolgen wird und ich ihn verliere, wenn ich euch niederschlage. Und wenn ihr mich niederschlagt, werdet ihr weiterziehen und ihn töten. Er wird seine Pläne für keinen von uns aufgeben. Ich habe keine Wahl. Ja, wenn man nicht nachdenkt, hat man keine Wahl. Boah, sie hat uns gebeten, mit Saravok zu sprechen. Wir haben mit ihm gesprochen und dann ist er abgehauen, nachdem er uns angegriffen hat. Und jetzt könnten wir immer noch mit ihm sprechen, aber nein, nur weil Saravok geschmollt hat und sie nicht mehr anguckt, wie sie es früher gemacht hat, will sie es auf uns losgehen. Um zu beweisen, wie toll sie doch ist. Man hat immer eine Wahl, werft euer Leben nicht weg. Es gibt zwar immer eine Wahl, doch ist das Wählen unerträglich geworden. Ich habe zwei Pflichten und beide geben mir keine Hoffnung. Nein, junger Krieger, ich muss euch nun entgegentreten. Du solltest uns nicht junger Krieger nennen, du benimmst dich wie ein Kind. So fallt denn und verrottet, ich werde euch aus dem Weg räumen. Und das Chaos soll über das Land herrschen und in Herzen und Gedanken regieren, so steht es geschrieben. Ja, da wird Alunde wohl doch mal recht gehabt haben, du stirbst jetzt einfach. Drauf da, magische Geschosse und Flammenstreiber will noch Stäbe haben. So, einfach weg mit dir. Ja, das hast du jetzt davon. Oh. Und das haben wir jetzt davon. Was bist du? Du bist ein Feldharnisch plus 1. Rüstungsklasse 0. Ich glaube, da haben wir schon das Gleiche. Geht nicht, geht nicht. Ja, nö. Du wirst mal da verstaut. Und was war da noch? Schild und Flegel. Na gut. Aber sie wird wohl nicht ohne Grund hier gestanden haben. Ja, das sieht doch schön düster aus. Also, nochmal abspeichern. Und jetzt
furchtbar. Das ganze Programm wie immer. Spiegelbilder, Stärketränke und Heldentränke. Und du auch noch einen Heldentrank? Ja. Und das war's dann auch schon wieder. Ach, die hast du noch, genau. Stärke, Stärke, Helden, Helden, alles durch. Du nimmst auch noch was das? Ne, der hält nicht lange. Die hast du aber auch nicht. Also rein da und töten. Puh. Überall Fledermäuse. Das sah doch mal ominös aus. So, Bruderherz, wo bist du? Falle? Der Kopf wird rollen, das klingt nicht gut. Ah, das ist der Bug. Okay, aber irgendeine Falle ist gerade zugeschnappt. Da sollen wir mal weg. Geh mal dahin. Antwort ist 2. Euren üblen Machenschaften wird hier ein Ende gesetzt. Dieser Gott bleibt tot und ihr werdet ihm Gesellschaft leisten. Ja, Bruder, lasst eure Wut raus und wir werden diese Sache auf eine Art beenden, die unsere Herkunft würdig ist. Tretet mir gegenüber, tretet dem neuen Herrn des Todes gegenüber. Angelo Tatzok zeigt euch, damit wir das hier beenden können. Also ja, das sind schon mal 2 von seinen Gehilfen. Nur der Stärkste sollte herrschen. Okay, du Ablenkung dahin. Du, wenn wir jetzt mit dem Feuerballpfeil schießen, versuchen wir es einfach. Du einen Schritt zurück, du einen Schritt zurück, du auch. Du schmeißt, ah nee, du machst die Ablenkung. Genau, du. Wenn wir die Ablenkung machen, sollten wir keine Feuerballe schießen. Kommando zurück, mach Säurepfeil auf ihn. Und du machst Flammenschlag auf ihn. Und die Krieger halten die Füße still. Solange wir wissen, was da noch kommt. So, da ist die Ablenkung. So weit, so gut. Magische Geschosse. Einfach nur schön Schaden machen. Du und du. Rauf da. Oh, wo kommt ihr denn her? Was bist du? Ein Schlachtenschrecken? Nee, das ist nicht gut. Und das ist auch nicht gut. Zauberbrechen auf ihn, sie, ihn. Die sind magieimmun. Krieger da drauf. Die Hunde lenken hoffentlich weiter unseren Bruder ab. Du wartest ab, bis der Schutzschild weg ist durch das Zauberbrechen und machst dann magische Geschosse. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Gut. Du wechselst zurück auf Säurepfeile, schießt auf ihn. Du magische Geschosse. Wir haben noch alle unsere Buffs, dafür haben wir einen Debuff drauf. Und du machst Flammenschlag auch auf den Magier. Der muss schnell sterben, sonst kriegen wir hier andauernd Schaden. Hey, der Schlachtenschrecken ist tot. Schön, schön. Ihr geht auch auf den Magier. Stirb, 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 stirb. Ja. Das läuft echt gut soweit. Also hier waren Fallen. Greifen wir Saravok an oder gehen wir erstmal auf den anderen? Das ist diesmal nicht der Bug. Du heilst dich kurz. Du gehst auf ihn. Du gehst auf ihn. Und du machst neue Ablenkung, du schießt auf ihn und du machst einen Flammenstrahl auf ihn. Angelo fehlt noch. Wo ist Angelo? Na gut, soweit läuft alles blendend. Ja!
Sarebok ist umgekommen, die Schlacht ist gewonnen. Schöne Sache. Ja, ein neuer Speicherstand wurde angelegt. Egal, ich will den Abspann sehen. Zeigt mir den Abspann. Das hätten wir jetzt geschafft. Ein übler Cliffhanger übrigens am Ende. Also die ganzen Statuen unten versprechen einem ja quasi, dass wir nur einen von den Kindern Baals getötet haben und dadurch eigentlich nur dem toten Gott in die Hände gespielt haben. Wir sind zwar auch einer von den Kindern, aber wir müssten jetzt theoretisch noch verhindern, dass irgendeins dieser tausenden von anderen Kindern die Macht von Baal an sich reißt. Und selbst wenn das geschehen sollte, wären wir das letzte Kind Baals und würden dann selber der Gott des Todes und des Mordens werden. Was ja nicht unbedingt in unserem Interesse liegt. Also wir haben noch sehr viel vor uns. Darum kümmern wir uns dann in Baldur's Gate 2. Und da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Jetzt noch ein paar andere Sachen. Ich weiß, ich habe ein paar Sachen hier falsch gemacht. Ich habe auch mich sehr beeilt, das Spiel zu beenden. Also ich habe tierisch viele Sachen übersprungen. Ich habe teilweise die Beschriftung von den Folgen nicht ordentlich gemacht, weil ich halt möglichst viel rauspowern wollte, um ein Projekt abzuschließen. Das ist eigentlich genau der Fehler, den viele Leute am Anfang machen. Und ich musste ihn anscheinend auch machen, um es danach dann zu begreifen, dass es falsch war. Daher werde ich jetzt als nächstes ein Video machen mit einer Art Selbstkritik, wo ich das Ganze nochmal unter die Lupe nehme und genau nachgucke, was ich falsch gemacht habe, was ich hätte besser machen können und so weiter. Und es wäre echt super, wenn ihr mir da noch Feedback geben würdet. Also bisher ist das Feedback auch schon super gewesen. Jede Menge Tipps waren dabei, Aufmunterungen. Das hat mir echt geholfen, weiterzumachen. Und so schnell weiterzumachen. Ich habe echt viel Freizeit darin investiert. Aber dieses kommende Video ist dann echt dafür da, konstruktiv daran weiterzuarbeiten, dass ich die Let's Plays qualitativ besser hinbekomme. Weil in den letzten Wochen habe ich sehr auf Quantität geachtet und so sollte das eigentlich nicht sein. Ich werde jetzt weiter daran arbeiten, dass es immer nur eine Folge pro Tag ist, dafür dann aber eine qualitativ bessere Folge als die letzten jetzt so waren. Und danach kommt eventuell noch eine Folge mit einer Zusammenfassung, was wir bisher alles erreicht haben im ersten Teil. Das dient dann der Überleitung zum zweiten Teil und auch für Leute, die den ersten Teil nicht so sehr mochten und ihn einfach überspringen wollen, die haben dann so einen guten Einstieg. Weil sonst ist Baldur's Gate 2 wirklich ein wenig verwirrend, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat. Aber gut, nochmal vielen Dank, dass ihr so weit geguckt habt und danke für das ganze Feedback bisher. Ich lasse jetzt das Intro das Extro auslaufen und wir sehen uns in meinem nächsten Projekt.
Bye, bye. Hey, du hast bis zum Ende durchgeguckt. Vielen Dank.